Lasst euch überraschen. Jetzt kommt Barbara Streisand. Nein, Quatsch, Miley Cyrus. Endgegner-Boss. Stop. Alles Brüder da, ey. Alles Brüder. Ganz im Dorf bestehen nur aus Brüder. Ja, yeah, da ist er. El Gigante. Er ist nicht der Einzige in diesem Spiel. Der hat auch noch zwei Brüder. Los Gigantos, Alter. Ja, die machen einen kurzen Prozess, wa? Ihr kennt den wahrscheinlich aus Resident Evil 5, da kam der auch vor. Oh oh. Das war nicht. Oh. Boah, Alter, was hat er mir direkt abgezogen, der Pisser? Was geht ab? Jawoll! Ah, das war auch voll die krasse Aktion. Na komm. Boah, Alter. Ich hatte vor, ich könnte so schnell drücken, wie mir das da angezeigt wird. Das wäre ja ein bisschen zu übertrieben. Und jetzt kommt die Stelle, warum ich meinte, das ist wichtig, den Wolf zu retten. Hey, ist das Dog? Der hilft mir nämlich jetzt. Das ist kein Wolf, das ist ein Hund. Wolfshund. Der lenkt den halt. Oh oh. Der lenkt den ein bisschen ab. Oh oh. Der lenkt den ein bisschen viel ab. Ins Arschloch. Ach, sehr gut. Der ist gar nicht so schwer, der Fight. Um ehrlich zu sein. Nur man muss hier halt viel Munition verballern. Ich glaube, dreimal muss man das machen. Nein, du dummer Hund. Durch die Beine durch. So. Ich nehme mal die Punisher und guck mal. Ne. Ich glaube, die ist jetzt besser. Jawohl. Na komm, letztes Mal, mein Freund. Und nein, immer noch nicht. Doch, jawohl. Sehr gut. Boah, der rastet aber richtig aus. Aber das hat uns jetzt auf jeden Fall viele Pesen gebracht, ey. Pass mal auf. Pesen-Time. It's Peanut Butter Pesen-Time, it's Peanut Butter Pesen-Time. Boah, mega. 15.000 Petas. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. 15.000, oh geil. Direkt noch ein gelbes Kraut Geschenk gekriegt, so. Direkt mal hier oben mischen. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir eine leere Schrotflinte. Und nur noch 20 Schuss.
Naja, müssen wir durch. So, das da hinten. Ey, du Fuß, du Dicker! Was ist denn hier los, ey? Boah, was geht ab? Munition. Sehr gut. Ein Spinel. Munition. Was passiert, wenn ich das kaputt mache? Kann ich das kaputt machen? Ja, aber ich krieg nix. Jetzt können wir noch hier reingucken. Noch ein Spinel. Noch ein grünes Kraut. Und eine kaputte Lampe. Boah, das war's auch schon. Jetzt müssen wir wieder zurück. Ich lade mal schnell nach. Die Schrotflinte sollte ich auch mal nachladen. 5 Schuss, nicht gerade viel, aber ich brauche die jetzt auch gleich. Das ist wichtig, dass ich die ausgerüstet habe. So. Gehen zurück. Ah, die haben sich resettet. Da ist nichts mehr. Ach, habe ich das vorhin übersehen? Oder... Ich glaube, ich habe es übersehen. Interessant. Ach ja, ich wollte die Schrotflinte haben. Nein. Boah, diese Hunde sind fies. Eigentlich muss ich da rein, oder? Komme ich da jetzt rein? Ah ja, doch, jetzt komme ich hier rein. Verwenden. Zack, Runde Insignie verwendet. Okay. Ich nehme mir erstmal alles, was hier ist, mit. Will ja keine Schätze oder sowas hier übersehen. Ah, ich muss hier eh erstmal noch so ein Rätsel lösen. Aber ich will auf jeden Fall gucken, dass ich hier alle Schätze habe. Ich muss jetzt eh hier hoch. Blendgranate. Granados. Hier geht's hoch. Yabadabadu, Flintstones, we're the Flintstones. Okay, hier komme ich noch nicht durch. Wie war denn das jetzt hier bitte? Bam. Stimmt, den Schalter aktivieren, aber erstmal gucke ich an. Guck ich, was hier drin ist. Brandgranaten. Boah, voll viele Granaten, ey. Unglaublich. Dabei nutze ich die so selten. Ich sollte das mal wirklich in Angriff nehmen und mal ein paar Granaten durch die Gegend ballern. So, betätigen. So, jetzt kommt hier wieder dieses komische Rätsel, aber das ist gar nicht mal so schwer. So, rot. Drehen. Nochmal drehen. Okay, zurück. Oder? Zurück, jetzt grün, drehen, 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 zurück, blau, drehen, zurück und kombinieren. Yes! Seht ihr, ganz einfach. Resident Evil hat gar nicht mal so schwere Rätsel. Ne, da lang. So, los geht's. Ashley Graham, die Tochter des Präsidenten. Segelohr Ashley. Ashley, don't come! Hey, take it easy. No! Get away! Calm down. Everything's going to be just fine. My name's Leon. I'm under the President's order to rescue you. What?
My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. Bauerntrampelmädchen, ey. Hannigan, was hast du Neues zu erzählen? It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Mein Subjekt. Where's the extraction point? Mein Subjekt zu retten. There's another trail that you can take to get out of the village. Was für eine Übersetzung, ey. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. Übersetzung. Oh Mann, ey. Boah, das ist immer diese Aufpasserei, die ging mir am meisten auf die Nerven. Nein, ich nehme die Pistolenmunition nicht mit. Ich hab da keine Lust drauf. So. Genau, bück dich. Bück dich! Ashley, was machst du da? Ich bin hier, um dich zu retten. So. Jetzt zeige ich euch auch noch mal was. Hey, what are you looking at? Man hochguckt. Ist ja meckern. Hey, guck mir nicht unter den Rock. You pervert! I'll take the girl. Oh, who are nee. You? If you must know, my name is Osman Sadler, Osmond. The master of this fine religious community. What do you want? To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. So, we kidnapped the president's daughter in order to give her our power, and then... Wieder mal ist Amerika schuld. No. Die armen Amis müssen echt leiden. Leon, I think they shot something in my neck. What did you do to her? We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. Aber vorher könnte ich den Präsidenten um eine kleine Spende bitten. I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. When I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your minds. Don't you think this is a revolutionary way to... promulgate one's faith. Sounds more like an alien invasion, if you ask me. Oh ne, die schon wieder. Das ist schon wieder. Die sind echt nervig. Die werden uns auf jeden Fall noch richtig auf den Sack gehen. You okay? Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess, we can get out of it. Jawohl, nächstes Kapitel. Eine Trefferquote ist eigentlich viel besser als 67%. Ich weiß nicht, was das soll. Nervt mich ein bisschen. Ich gebe mir immer Mühe, zu treffen, vor allem Headshots zu verteilen und dann sowas. Naja, war ja klar. Immer muss mir sowas passieren. Oh, Bananen. Überall Barrels. Barrels und Geld. Rotes Kraut. Geld. Und raus hier. Ach du Scheiße.
Komm schon, gib mir das, was du hast. Jawohl. Sind hier nicht noch irgendwo welche? Ich meine schon. Hier ist auf jeden Fall noch was. Nichts mehr. Und jetzt hier runter. Stimmt, ich muss jetzt wieder durch das Dorf mit der latschen. Dort wird's auch nochmal gefährlich, aber erstmal quatsch ich mit dem hier. Got some rare things on sales. What are you selling? Bevor du mir was verkaufst, verkaufe ich dir was. Und zwar wieder mal zwei von den Dingern. Thank you. Sonst habe ich nichts mehr, ne? What are you buying? Eine Red 9. Boah, die hat natürlich auf jeden Fall mehr Feuerkraft. Aber ich guck mal, was ich aktualisieren kann. Die Punisher. Is that all, stranger? Will ich das? Die kann ich auf jeden Fall nicht mehr. Is that all? Thank you. Und die Red 9. 15.000, Level 3. What are you buying? Kann ich noch was tunen? Ich habe ja sonst nichts. Soll ich die tunen? Is that all? Ja, komm. Thank you. What are you buying? Aber die Red 9 wäre auch eine schöne Waffe gewesen. Come back anytime. So ein Zwischending. Das ist so ein Zwischending von Pistole und Magnum, finde ich. Ist was gedroppt? Nö. Schöne Effekte jetzt so mit dem ganzen HD. Also so lichtmäßig ist das auf jeden Fall richtig schön geworden. Da haben die sich nochmal richtig Mühe gegeben, die Leute von Capcom. Oh, ich sollte mal nachladen. Blaubananen. Und, hast du noch was gedroppt? Jawohl. Cool. Finde ich schön, dass die Sachen respawnen. So, mal kurz ins Menü gucken. Oh, ist ja richtig voll hier. Kombinieren. Kombinieren. Zack, hier runter. Das kommt nach oben. Nachladen. Nachladen. Ist voll. Upsala, falsch. Na? Hier runter, genau. Alles klar. Ich habe immer noch den Fisch. Soll ich speichern? Ja, ich sollte mal speichern. Und ich würde sagen, an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich werde den Sonntag mal jetzt langsam ausklingen lassen und vielleicht gibt es die Tage dann neue Aufnahmen, aber die werdet ihr erst später sehen. Aber morgen kommt dann Part 4 um 2 Uhr, also am Montag. Am Dienstag kommt Part 3, am Mittwoch Part 4 und danach die anderen Parts und immer wieder um 2 Uhr. Und Alien Isolation Part 2 kommt auch morgen um 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, euer Lowkick.